Was gibt es für Lösungsansätze? Wie können wir den Wandel gestalten, so dass wir eine Welt kreieren, die nicht nur für die ganze Menschheit positiv aussieht, sondern auch für die Umwelt, für die Natur, für die Tiere, für die Pflanzen? Panik bringt nichts. Wir organisieren uns. Hallo zusammen. In diesem Video sage ich etwas, warum dass ich meine Newsletter mache. Die Intention dahinter. Mein Anliegen bei meinem Newsletter ist, den Leuten zu zeigen, dass wir eine gute Zukunft haben. Wenn man sich das so anschaut, die Medien sowieso, die berichten vor allem über Negativmeldungen und versuchen, uns allen Angst zu machen. Aber auch ein großer Teil der YouTube-Gemeinde oder der alternativen Medien sind eher Schwarzmaler. Aber in Wirklichkeit sieht es gar nicht so schlecht aus. In Wirklichkeit sind wir an einem Übergang zu einem goldenen Zeitalter. Wir haben jetzt ungefähr 5000 oder 6000 Jahre Kali-Yuga hinter uns. Das ist das dunkle Zeitalter in der Mythologie der Inder. Und 2012 ist das Kali-Yuga abgelaufen. Und wir sind jetzt gerade im Übergang, in der Übergangszeit zu einem neuen Zeitalter. In der indischen Mythologie nennt man das das goldene Zeitalter. Das sieht man aber nicht so einfach, weil die Medien darüber nicht berichten, sondern im Gegenteil. Und ich versuche, da einen Ausgleich zu schaffen und die positiven Meldungen, die es auch gibt, zu kanalisieren und zu selektionieren, so damit du informiert bist. Man könnte es so sagen, wir können uns eigentlich nur freuen. Wir können uns freuen auf unsere Zukunft und wir können uns freuen, dass wir befreit werden, dass die ganze Menschheit befreit wird. Am besten sieht man das in den USA, in den Vereinigten Staaten. Dort gibt es einen heißen Kampf hinter den Kulissen. Man redet vom Bürgerkrieg hinter den Kulissen. Seit Trump gewählt wurde, läuft ein Kampf zwischen zwei Fraktionen der amerikanischen Eliten. Die Kriegstreiberfraktion, die Clinton, Bush und Rockefeller-Clique, die vorher lange Zeit an der Macht waren, das sind die Kriegstreiber. Und wenn die gewählt worden wäre, wenn die Clinton gewählt worden wäre, dann hätten wir schon längst Krieg. Trump ist jetzt nicht der Heilsbringer und es wird dann nicht alles gut sein, wenn der sich durchgesetzt hat. Er ist nur das kleinere Übel. Aber es ist schon ein großer Fortschritt, wenn jetzt diese Kriegstreiber nach und nach von der Macht verdrängt werden. Das sieht man zum Beispiel in Syrien. Da haben die Amerikaner den Krieg verloren. Seit etwa 5 Jahren wurden die Amerikaner in der Militärtechnik von den Russen überholt.
Die Russen haben jetzt Abwehrsysteme, vor allem elektronische Systeme. Da haben die Amerikaner dem nichts mehr entgegenzusetzen. Und auch in Europa sieht man diesen Wechsel. Man unterscheidet zwischen der alten Elite, der Globalisten, die eine Weltregierung anstreben, die jetzt langsam aber sicher von der Macht verdrängt werden. Und die andere Fraktion, die nennt sich die Patrioten. Deshalb auch der Slogan von Trump, America First. Das wurde jetzt auch von anderen übernommen. Die neue Regierung in Italien von Salvi und den Fünf-Sterne-Bewegung, die haben den Slogan auch übernommen. Italia First. Italy First. Und das breitet sich immer mehr aus. Es gibt dort eine neue Allianz innerhalb der Europäischen Union, der osteuropäischen Staaten mit Ungarn und Polen und der Tschechoslowakei. Auch Österreich kann man dazu zählen. Die machen jetzt eine neue Allianz mit Italien zusammen innerhalb der EU und das wird über kurz oder lang einen Wechsel geben, auch innerhalb von Europa, dass die patriotischen Kräfte stärker werden und die Kriegstreiber von der Macht verdrängt werden. Das ist die gute Nachricht. Das heißt aber noch nicht, dass wir dann das Paradies auf Erden haben. Wir haben dann eine Situation, dass die Kriegstreiber von der Macht verdrängt werden, aber den Kapitalismus haben wir dann immer noch, weil in der Zwischenzeit sind auch Russland und China von der Allianz der BRICS-Staaten kapitalistisch geworden. Und das sehe ich dann vor allem als unsere Aufgabe, Alternativen aufzuzeigen zum Kapitalismus. Es gibt bessere Systeme und vor allem müssen wir unser Finanzsystem ändern, weil die Macht der alten Eliten basiert vor allem auf dem Finanzsystem. Eine kleine Elite von weniger als 1% der Superreichen, der Oligarchen, das sind die großen Schmarotzer, die leben und machen Politik auf Kosten der Mehrheit, die profitieren und der Rest der Bevölkerung bezahlt. Dazu werde ich dann in einem anderen Video noch im Detail mehr dazu sagen, was gibt es für neue Geldsysteme, was gibt es für Lösungsansätze, wie können wir den Wandel gestalten, so dass wir eine Welt kreieren, die nicht nur für die ganze Menschheit positiv aussieht, sondern auch für die Umwelt, für die Natur, für die Tiere, für die Pflanzen. Ja, das ist so der Hintergrund meines Newsletters und in anderen Videos werde ich noch mehr dazu sagen, vor allem bezüglich unserer Zukunft, der Prognosen. Da gibt es auf meiner Homepage eine Extra-Seite, Prognosen. Da publiziere ich immer die neuesten Informationen über die gegenwärtige Entwicklung, was zukunftsrelevant ist. Wenn dich das interessiert, dann schau dir den Video über die Prognosen an und lese die Rubrik Prognosen auf meiner Homepage. Also ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen! Dum 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 d
organisieren uns.